Servus zusammen, schön, dass ihr bei diesem neuen Video wieder mit dabei seid und natürlich auch willkommen an jeden, der hier jetzt neu reinschaltet. Frage ist, sollt ihr jetzt noch das Herr der Ringe Tabletop anfangen oder doch nicht? Ganz klare Antwort, natürlich solltet ihr, okay, so einfach ist es vielleicht dann doch nicht für jeden. Auf jeden Fall, ich möchte heute mal über dieses Spiel hier sprechen, ganz allgemein aufgrund der aktuellen Situation, was das Spiel eben betrifft. Von meiner Seite ist dieses Spiel in den letzten 20 Jahren, seit es erschienen ist, immer mal wieder auf dem Plan gestanden. Ich habe es mir aber eigentlich bisher nie geholt. Von Anfang an hatte ich es von Zeit zu Zeit immer mal wieder bei meinen Bestellungen im Einkaufskorb mit dabei, aber dann doch wieder rausgeworfen, weil ich dann gesagt habe, eigentlich, soweit es mir zumindest bekannt ist, spielt es eh niemand im näheren Umkreis, also nicht notwendig zu kaufen. Aber wie ihr hier seht, ich habe hier das Regelbuch, das zumindest jetzt noch aktuelle, in der Hand. Das heißt, ich habe mir auf alle Fälle das mal gekauft, nachdem es jetzt doch 20 Jahre dann gedauert hat, habe ich jetzt zugeschlagen. Und wieso? Es hat eigentlich gar nichts zu tun mit der bevorstehenden Serie, die jetzt kommen soll, denn das interessiert mich ehrlich gesagt herzlich wenig. In erster Linie aufgrund von Amazon. Prime-Kunde bin ich nicht und interessiert mich nicht wirklich, daher geht die Serie wahrscheinlich sehr einen großen Bogen an mir vorbei. Aber wieso ich mir das Ganze hier jetzt geholt habe, war wie gesagt, es interessiert mich schon einen längeren Zeitraum. Und ausschlaggebend waren jetzt eigentlich in erster Linie die Ankündigungen von Games Workshop zu diesem Spielsystem mit den Neuerscheinungen, die dieses Jahr noch kommen sollen. Und dazu habe ich mir jetzt mal das Buch gekauft, aber nicht nur das Buch, ich habe auch noch zugeschlagen und mir das Ganze gleich hier in Form der Pelennor Box geholt, aus dem ganz einfachen Grund, ich denke mir, das ist ein sehr guter Start, um jetzt mal loszulegen, und darauf möchte ich jetzt hier auch kommen für alle, die zusehen, wieso ich denke, das Ganze könnte hier jetzt ein sehr guter Einstiegspunkt sein, denn ihr habt im Endeffekt zum jetzigen Zeitpunkt noch diese Pelennor-Box als Zwei-Spieler-Einsteiger-Box mit insgesamt zwei Armeen drinnen. Man könnte daraus sogar drei machen, soweit ich jetzt schon gesehen habe. Und da bekommt man eine ganze Menge Figuren, inklusive eben auch dieses komplette Regelbuch. Das Einzige, was ich eigentlich nur noch bräuchte, wären die zwei zu Herr der Ringe gehörenden Armeebücher, wo alle Profile drinnen sind, oder zumindest eines davon mal für den Anfang. Das würde eigentlich schon ausreichen. Und dann könnte ich schon mit dem ganzen Spiel loslegen. Im Vergleich zu anderen Spielen benötigt man gar nicht mal so viel Material, also nicht so viele Figuren. Und auch sonst hat man eigentlich hier alles in dieser Box, um hier mal zu starten. Das Interessante aber ist, wieso ich mir denke, jetzt wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, hier einzusteigen, falls man das Spiel noch überhaupt nicht kennt oder noch nie gespielt hat, so wie ich, oder vielleicht auch Figuren bereits zu Hause hat und sich überlegt, wieder einzusteigen, ist eben die Ankündigung von Games Workshop, dass eine neue Zwei-Spieler-Starterbox kommen soll. Und das Interessante dabei ist, sie enthält andere Armeen als hier bei der Pelennor-Box. Bei der Pelennor-Box hatten wir eben Rohan und Mordor als die beiden Streitkräfte. Und in der neuen Box bekommen wir eben zwei andere Armeen, sodass man hier auch, falls man die aktuelle Box schon haben sollte, hier auch schon wieder was Neues sich zulegen kann. Das Interessante dabei ist auch noch in dieser neuen Box, es kommt hiermit keine neue Edition auf uns zu, sondern wir haben dann die gleiche Spieledition, wie man es hier schon hat,
Also man kann mit diesen Regeln aus der Box und beziehungsweise diesem Buch weiterspielen. Das war auch ein Grund, wieso ich mir das hier jetzt gekauft habe, weil die Regeln eben gleich bleiben. Wir bleiben in dieser Edition. Es wird halt nur so sein, dass die neue Edition, das neue Buch überarbeitet wird mit neuen Artworks, angepasst in den neuen Armeen, die dort enthalten sein werden und eben auch FAQs und Erratas aus den letzten Jahren sollen eben dort eingearbeitet sein, sodass das eigentlich dann nur eine abgedatete Version von diesem Buch hier sein sollte. Eben, wieso ich mir die Box jetzt geholt habe, die Pelennor Box ist eben ein sehr guter dann Einstieg in Verbindung mit dem, was noch angekündigt wurde. Denn im Dezember soll eben diese neue Zwei-Spieler-Starterbox kommen, aber bereits jetzt im Herbst, ich glaube sogar schon im September, sollen 4 Battlehost-Boxen kommen. Es wird sich natürlich noch herausstellen müssen, was die ganzen Boxen dann schlussendlich kosten werden, denn im Endeffekt sind das ältere Figuren in erster Linie, die auch dort neu verpackt werden, außer in der Zwei-Spieler-Starterbox, soweit ich jetzt gesehen habe. Dort sind 5 neue Figuren drinnen, aber das meiste dort ist ebenfalls etwas, das es schon gibt und nur neu verpackt wird sozusagen. Und das gleiche eben auch bei diesen Battlehost-Boxen. Aber man hat hier einen sehr guten Einstieg, weil man hier sehr viele Figuren bekommt. Ich glaube, so die meisten dieser Boxen haben so 32, 33 Figuren drinnen. Und eine der 4 Boxen, ich glaube Isengard, hat sogar um die 48 Figuren. Also da bekommt man dann schon eine ganze Menge. Was ich auch so mitbekommen habe vom Spielsystem selbst, ist dann auch punktetechnisch gar nicht mal so wenig, also nur noch ein bisschen was dazu. Und man ist eigentlich schon ready to go und hat alles Notwendige für eine einigermaßen gute Armee anscheinend beisammen. Also das auch schon wieder ein Grund, wieso man dem Ganzen jetzt natürlich eine Chance geben könnte. Eben man hat hier diese neue Zwei-Spieler-Starterbox, die dann die aktuelle Pelennor-Box ablösen wird und dann eben diese bereits früher erscheinenden 4 Battlehost-Boxen. Wenn sich die gut verkaufen, könnte es auch gut sein, dass hier neue Sachen dann noch kommen werden in Zukunft. Und das könnte dann so ein neuer Antrieb dann für das ganze Spiel werden, was natürlich sehr interessant wäre. Ein Punkt noch in Bezug auf eben die Pelennor-Box. Ihr habt dort eine Armee von Rohan dabei, unter anderem. Und wenn ihr euch dort dann, beziehungsweise auf der bösen Seite, das wollte ich eigentlich hin, ihr könnt natürlich auch bei Rohan trifft das ähnlich zu, aber das Interessante, was mir aufgefallen ist, glaube ich zumindest, dass das interessant ist. Wie gesagt, ich habe das Spiel selbst noch nie gespielt, aber so vom Gedanken her, ihr bekommt in der Pelennor Box eben eine Mordor-Armee mit dem Hexenkönig auf einem geflügelten Schatten. Den kann man ja dann natürlich auch zu Fuß oder beritten spielen. Und neben eben diesem Modell und einer ganzen Menge von weiteren Figuren habt ihr dann schon mal einen sehr guten Start. Und eben jetzt im Herbst soll diese Battlehost-Box kommen, eben auch eine für Mordor. Und dort sind genau der Hexenkönig beritten und zu Fuß dabei, sodass ihr mit dem Inhalt aus der Pelennor-Box, die es eben aktuell noch gibt, die ja aktuell noch die jetzige Zwei-Spieler-Starter-Box ist, zusammen mit der Battlehost-Box sehr wahrscheinlich, so vom Gedanken her, eine ganz große Auswahl an Miniaturen dann schon habt und auch Sachen, die dann sich ergänzen, sodass man da schon eine sehr gute Möglichkeit hat, einzusteigen. Und das ist auch der Grund, wieso ich schlussendlich die Box jetzt gekauft habe, weil ich genau das vorhabe. Es wird natürlich ein bisschen davon abhängen, was diese Battlehost-Boxen dann schlussendlich kosten werden, da diese eben keine neuen Figuren in der Hinsicht enthalten. Ich glaube, der Hexenkönig ist, glaube ich, ein bisschen eine neuere Figur, aber auch schon ein paar Jahre alt. Aber alles andere ist schon wieder etwas älter. Und da bin ich dann auch natürlich gespannt, was das kosten wird. Da hat man, glaube ich, noch überhaupt keinen Plan. Ist, glaube ich, noch gar nichts veröffentlicht worden. Und das wird natürlich dann, wie gesagt, auch ein bisschen davon abhängen. Aber im Großen und Ganzen ist das mal meine Idee, um jetzt mal nach den letzten 20 Jahren
warten, dann doch mal in das Spiel reinzuschauen und mir das Ganze hier jetzt einmal in nächster Zeit über die Regeln zu Gemüte zu führen, um dann mal zu schauen, wie es da von meiner Seite her aus dann weitergehen wird. Ob ich dann weitermachen werde in Bezug auf YouTube, wird sich noch zeigen, denn es gibt genügend andere YouTube-Kanäle, die sich schwerpunktbezogen mit Herr der Ringe beschäftigen. Die sind natürlich wesentlich besser drinnen, kennen sich wesentlich besser aus, als ich das tue. Und dafür möchte ich euch auch den Würfelorden empfehlen. Ich werde den YouTube-Kanal auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, denn dort bekommt ihr eine ganze Menge Informationen zum Spiel, neben eben Battle Reports auch so Armeeaufbau bzw. Strategie, Taktik-Videos, was ich schon so alles gesehen habe, also auch so einmal im Jahr, glaube ich, so eine Themenwoche oder so eine Schwerpunktwoche zu einer Armee. Und das könnte vielleicht den einen oder anderen auch interessieren. Ich werde mich hier auf alle Fälle mal mit den Regeln auseinandersetzen und ansonsten bei meinen sonstigen Projekten weitermachen. Habe jetzt schon ein bisschen wieder mehr in Richtung Firefight auch gemacht von Mantic Games. Und da wird es jetzt auch in die Richtung ein bisschen weitergehen. Also bis dahin, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!